Willkommen im verschlossenen Raum. Ja, und zwar noch eine Stufe drunter in der Kanalisation unter Corines. Ja, also sieht sehr gut aus, sieht spannend aus. Ah, hier gibt es noch ein Bierchen und eine Truhe. Die brauchte ich gar nicht öffnen, waren 5 Weintrauben drin. Krautstampfer, da konnte ich doch noch was machen. Moment mal. Beim Krautstampfer ist es doch so, dass man da Wein herstellen kann. Ich habe wenig gestampft in meinem Leben. Eine Flasche Wein, 10 Flaschen Wein füllen. Ach, mach mal nur mal eine Flasche. Es gibt leider kein Ende da in dem Menü, so von wegen, dass ich das... Moment. Was rede ich denn da? Moment. Ich kann es ja vielleicht eventuell wieder mit der nach unten Taste... So. Nee. Auch rechter Mausklick tut nicht. Springen tut auch nicht. Nee, Escape tut auch nicht. Na gut. Schade. Man muss irgendwas sozusagen stampfen. Hier gibt es noch ein bisschen Chemiezeug. Salpeter. Das tropft von den Wänden. Ehrlich. Ja. Was? Pinsel zum Malen? Wird das noch gebraucht? Pinsel zum Malen, das ist ja irre. Schwerer Ast. Erstmal gucken, was es hier noch in den Ecken gibt. Leg mal eine Buddel rum, eine Wasserpfeife. Und hier ist noch was. Ja, natürlich. Alchemietisch, Laborwasserflaschen, alles dabei. Leichter Fisch. Leichter Fisch? Wieso leichter Fisch? Gucken wir mal nach. Ja, ich habe unter Nahrung nur 6 Fische genommen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich vorher 5 hatte. Vielleicht ist der leichte Fisch ja auch eine andere Bezeichnung für einen normalen Fisch. Und unter Verschiedenes ist er auch nicht drin. Also, da habe ich mir nachgeguckt. Gut, okay. Dachte, es wäre was Besonderes mit diesem leichten Fisch. Vielleicht ein schwerer Fisch, da könnte was drin sein. Aber warum denn einen leichten Fisch, ne? Da hat er keine Geräten drin. Oh, Beutel mit Pfeilspitzen. Noch, oh, da steht noch ein Beutelchen. Sehr schön. Truhe muss ich die knacken. Ja, die muss ich jetzt knacken, hör mal. Hm. Na, das ging ja fix. Schmiedkleidung. Schmiedkleidung, ja, wie lustig ist das denn? Es gibt ja sämtlichste Kleidung hier. Schmiedkleidung, die probiere ich doch gleich mal an. Das ist ja Hammer. Völlig neue Klamotten gibt es hier. Gucken, Assassinen, Schmiedkleidung, die wird wahrscheinlich... Wo ist die? Bauernkleidung, Schmiedkleidung, da ist sie. Aha. Ja, richtig. Mit einem schönen Lederschurz. Schön. Schöne Schmiedkleidung. Gefällt mir. Wunderbar. Zip. Was gibt's noch hier in den Ecken? Ach, hier. Kiste mit Proviant. Hier gibt es so viel Zeug. Aus den Augenwinkeln habe ich schon wieder mehr entdeckt. Gibt's hier irgendwie noch was? Nee. Upsi Daisy. So. Oh, da liegt ja viel rum. Noch einen kleinen Lederbeutel. Gibt's hier noch was? Nee, aber da hinten. Was haben wir hier? Pech, Wasserflasche, Salzstein, Truhe, Truhenschlüssel des Seehers, erste Karte des Seehers. What? Der Seher erinnert mich so ein bisschen an Asterix und Obelix. Der Seher. Ich habe ja diese Comic-Reihe geliebt, die liebe ich ja immer noch. So, dann gucken wir doch mal nach, was es mit dem Seher auf sich hat. Erste Karte des Seers. Also eine Landkarte. Ach, da unten. Ach, da unten. Ja, ich weiß, wo das ist. Nee, weiß ich nicht. Muss ich erst hin. Gucken wir weiter. Der Seher. Erster Brief. Oh, Suchender, folgst du meinen Spuren, dann wurdest du vermutlich erwählt, mich zu finden. Folge mir.
Ich weise dir den Weg. Frage nicht, was dich erwartet. Frage nicht, was ist das Ziel. Frage dich, was willst du suchen und was willst du am Ende finden. Die Spur führt in die Berge. Meine Karte ziert ein Kreuz. Dort wirst du weiteres finden, der sehr. Okay, war wieder mal spontan gewesen. Jetzt gibt's ja aber noch eine dritte Geschichte, die muss ich auch nochmal suchen. Ich habe ihn doch gefunden. War doch unter Verschiedenes. Der leichte Fisch. Irgendetwas in diesem Fisch ist versteckt. Drei Gegenstände erhalten. Dietriche. Okay, dann ist er auch leichter. Wenn man Dietriche reinsteckt, ist der Fisch leichter. Gut. Hoffentlich. Truhenschlüssel des Seehers. Da ist er, da ist er, da ist er. Öffnet die Truhen des Seehers. Alle Truhen. Plural. So, was habe ich denn noch? Habe ich noch irgendwas... Wenn ich schon hier gleich drin bin, noch was zu öffnen. Ein Lederbeutelchen. Nur noch die Pfeilspitzen. Komm. Noch eine Kiste mit Proviant. Wunderbar. Ha, 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 ha. Jetzt Quest lesen. Der Hehler, der Seher. Der Seher. Ich habe einen mysteriösen Brief eines Fremden gefunden, der sich der Seher nennt. Dieser fordert den Leser auf, ihm zu folgen. Die erste Spur führt an die Küste und zwar in ein Tal, welches zwischen dieser und Lobards Hof liegt. Mal sehen, ob ich bei Lobards Hof die Berge besteigen kann, um in dieses Gebiet zu kommen. Lobards Hof, aber das X habe ich doch gerade eben woanders gesehen. Lobards Hof ist ja ganz, ganz weit rechts. Nee, Lobards Hof, nein, Quatsch, das ist ja... Und ich meinte eben, verdammt, das ist hier Onas Hof ganz rechts. Ja, schöne Sache das. Ja, okay, dann suchen wir mal weiter. Was ist denn dahinter? Ja, siehst du, da ist noch ein Elixier der Heilung. Das hatte ich doch irgendwo aus dem Augenwinkel noch gesehen gehabt. Man kann hier nicht einer mal aufräumen. Das ist ein Durcheinander hier. So wie es aussieht, sind wir jetzt durch, ne? Hier ist noch eine Angel. Ich mal angeln sollen? Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ich habe doch irgendwie wieder so einen Ring gesehen. Guck mal, einen Ring. Oh. Hey, eine Schiebetür nach unten. Nach unten. Ist das noch eine Kiste mit Proviant? Nee. Also es geht noch weiter runter. Perfekt. Das macht Abenteuer lustig. Okay, da hockt einer. Oh, der Arme. Der hockt da so rum. Ja, dann gehen wir mal auf ihn zu. Wer ist das? Fingers. Fingers. Der Bagaluti hier. Taschendiebstahl und Schlösser knacken. Wer bist du? Mein Name ist Fingers. Was machst du hier? Ich wurde gefangen genommen. Hol mich raus, ich halte es einfach nicht mehr aus. Wer hat dich eingesperrt? Das wirst du erfahren, sobald ich aus diesem Loch raus bin. Na schön. Aha. Erstmal gucke ich mal, was es hier alles noch gibt. Laborwasserflaschen. So, und noch eine Truhe mit. Nee, mit zum Aufsteigen, damit man hier rauskommt. Ja, das wird jetzt lustig. Mal gucken, ob Fingers mitkommt. Komm mit. Quest verschlossener Raum. Okay, gucken wir uns echt gleich mal an. Zack und... Okay, das klappt so nicht. Da muss ich mich wahrscheinlich um 90 Grad drehen und dann... Auch nicht. Gut. Ja, Fingers guckt zu, wie wir uns blöd hier rumverhalten. Tja, das ist echt komisch. So. Gehen wir mal ganz nach vorne und... Jetzt klappt's. Okay. So, Fingers, komm mit. Bisschen weiter weg. Vielleicht kommt er dann noch raus. Ja, das kann Stunden dauern. Die Gothic AI. Moment. Hat das geschafft? Ich habe doch was gesehen. Ja, er hat's geschafft. Mensch, Fingers hat's geschafft. Gratulation. Kann man denn noch sagen? Kampfverhalten.
Auch noch sowas. Dann machen wir erstmal defensiv. Nicht, dass er mir hier irgendwie verschütt geht. Lesen wir uns jetzt noch mal den verschlossenen Raum. Ich hole Fingers erstmal aus diesem Loch raus und bringe ihn vor die Tür. Von Buses Versteck. Von Buses Versteck. Wo zum Geier ist Buses Versteck? Jetzt ist da der Kasten im Weg. Nee, jetzt doch nicht. Okay. So, immer eine gerade Linie bilden. Dann klappt das meistens mit der AI. Mit der Artificial Intelligence. Gut. Jetzt frage ich mich, wo Buses Versteck gemeint ist. Was mit Buses Versteck gemeint ist. Ja, hier rum. Stopp, hier habe ich was vergessen. Hilfe. Wichtige Zutat. Gut. Jetzt frage ich mich, was meint ihr mit Buses Versteck? Meint ihr hier unten? Oder in der Schmugglerhöhle? Weil da habe ich ja ihn als Boss getroffen. Oh, ich habe eine Paladin-Rüstung an. Hört Moment. Ihr Bewohner von Turines. Muss ich ändern. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Andres ergeht folgender Erlass. Okay. Oder Buses Haus. Das ist die große Frage. Was ist gemeint? Gucken, was sagt Nago noch was? Nein. Nago ist fertig mit mir. So. So. Fingers. Ja, Fingers ist ja ein Schlitzohr. Der würde ja wunderbar hier zu der Gruppe passen. So. Ngaro. Geschick. Hey. Oh, nix. Ja, was ist denn jetzt mit Buses Versteck? Was ist damit gemeint? Muss ich jetzt mit ihm hier, ach ja, quer durchs Land oder wie? So, nochmal anfragen. Nee. Buses Versteck. Muss ich überlegen, wo das wohl sein kann? Jawohl. Ich habe Fingers nochmal den Stand reingeholt, wo er unten hockte und ich ihn rausgeholt habe. Und so weit hätte ich gar nicht gehen brauchen, weil das ist Buses Versteck. Der versteckte Raum ist Buses Versteck. Gut, jetzt können wir noch ansprechen. Und jetzt unterhalten wir uns. Oder? Und jetzt unterhalten wir uns. Von mir aus. Danke übrigens, dass du mich befreit hast. Wer hat dich eingesperrt? Ein ganz mieser Lump, dem ich nicht hätte vertrauen dürfen. Geht es auch etwas genauer? Vielleicht. Wer bist du und weshalb bist du hier? Ach du Scheiße. Diebeszeichen machen oder Paladin? Ich mache erstmal das Diebeszeichen, aber ich habe die Rüstung an. Mal gucken, ob es trotzdem funktioniert. Oh, du bist einer von uns. Aber kann ich auch sicher sein, dass du auf meiner Seite bist und nicht für Buß arbeitest? Buß ist ja tot. Ich arbeite nicht mehr für Buß. Er ist tot. Oh, was? Er ist tot? Ist das wirklich wahr? Ja. Wie ist das geschehen? Später. Jetzt erzählst du mir erst einmal, wer du bist und warum man dich gefangen genommen hat. Na schön, aber meinen Namen hatte ich dir doch bereits gesagt. Kennst du mich nicht? Nein. Du bist Mitglied der Diebesgilde? Ja. Ich war aber viele Jahre nicht mehr in der Stadt, nachdem man mich erwischt und in die Strafkolonie gebracht hat. Erst nach dem Fall der Barriere konnte ich zurückkehren. Ich hoffte, Cassia zu finden, erfuhr aber von Nagur, dass diese tot ist und Buß die Gilde führt. Da die Paladine in Corinis erschienen waren, konnte ich es nicht wagen, Buß in der Oberstadt aufzusuchen und bat Nagur, ihm eine Nachricht von mir zu übergeben. Daraufhin ließ Buß mir mitteilen, dass wir uns in der Kanalisation treffen. Er tauchte auch auf und ich erzählte ihm, was ich in der Minenkolonie erlebt hatte. Außerdem forderte ich von ihm meinen Anteil der Beute, den wir damals versteckt hatten. Ich kannte diesen gierigen Hund gut und dachte, dass er mir die Rausgabe der Beute verweigern würde. Aber er gab sich gleich freundlich und verständnisvoll und war bereit, mir meinen Anteil zu geben.
Das hätte mich misstrauisch machen müssen. Aber ich war wahrscheinlich über sein Verhalten viel zu überrascht gewesen. Jedenfalls folgte ich ihm hierher, da er mir sagte, dass die Beute hier versteckt sei. Das war sie aber nicht. Nein. Ich bekam eins auf den Kopf und wachte später in diesem Loch auf. Und warum ließ Boos dich am Leben? Ich erzählte ihm vor meiner Gefangennahme, dass ich im Minental viel Erz versteckt hätte. Er versprach mir die Freiheit, wenn ich ihm verraten würde, wo sich das Versteck befände. Aber darauf ließ ich mich nicht ein. Ich traute ihm nicht. Er hätte mich sicher beseitigt, wenn ich es ihm verraten hätte. Tja, und seitdem schmachte ich hier. Und du hast gar nichts mitbekommen? Auch nicht, dass die Orks zwischenzeitlich die Stadt besetzt hatten? Was? Die Orks waren hier? Ja, und es war auch gar nicht so einfach, sie wieder loszuwerden. Aber ich habe nichts davon mitbekommen. Hier unten ist man regelrecht begraben. Und dieses Loch wäre beinahe mein Grab geworden. Ja. Der Typ, der vor mir drin war, hatte nicht so viel Glück. Du meinst das Skelett, das in deinem Gefängnis ist? Hast du eine Ahnung, wer der Mann war? Keine Ahnung. Vielleicht hatte Boos auch nur irgendeinen Toten dorthin gelegt, um seine Gefangenen mürbe zu machen. Fast hätte er es geschafft. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ui. Ein Geständnis? Was meinst du? Ich bin ein Paladin des Königs und kämpfe gegen die Diebesgilde. Ein Paladin? Und du kämpfst gegen die Diebesgilde? Verdammt, ich bin erledigt. Was wirst du jetzt mit mir tun? Dich umhauen. Ich speichere mal. Schöne Geschichte. Gucken wir mal in den Loggy-Boggy. Verschlossener Raum. Ja, da ist noch was dazugekommen. Ich habe Fingers das Diebeszeichen gezeigt und erfuhr, dass er ebenfalls zur Diebesgilde gehört. Boos hatte ihn gefangen genommen, um ihn zu erpressen und anschließend aus dem Weg zu räumen. Nachdem ich das erfahren habe, teilte ich ihm mit, dass ich ein Paladin des Königs bin und die Diebesgilde bekämpfe, was ihn sehr erschreckte. Was werde ich jetzt tun? Ich tue ihn nochmal ansprechen tun. Ich sollte dich ins Gefängnis bringen. Ich sollte, aber ob ich es tue, weiß ich nicht. Ich sollte dich ins Gefängnis bringen. Na toll. Ich komme wirklich vom Regen in die Traufe. Gibt es keine Möglichkeit, das zu umgehen? Ich glaube nicht. Es sei denn, du könntest mir noch wertvolle Informationen über eure Gilde geben. Was willst du wissen? Es fehlt mir noch euer Spitzel, der ein Mitglied der Stadtwache ist. Weißt du was über diesen? Ja, zu dem kann ich dir was sagen. Ach, und das, obwohl du viele Jahre nicht mehr in der Stadt warst? Boos hat es mir gesagt. Er war so stolz darauf, wie er die Gilde neu organisiert hat, dass er auch von einem Spion geredet hat. Dann spanne mich nicht länger auf die Folter. Wer ist es? Den Namen kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich weiß, wo und wann du ihn festnehmen kannst. Dann sage es mir. Moment, nicht so schnell. Ich stelle meine Bedingung. Welche? Du lässt mich laufen. Außerdem wäre ich bereit, dir einen guten Preis für goldene Teller und Kelche zu zahlen. Ach, goldene? Alvo hat mir ein ähnliches Angebot gemacht. Allerdings nur für silberne Teller und Kelche. Ja. Dann solltest du ihn ebenfalls laufen Clever. Lassen. Und mit uns beiden gute Geschäfte machen. Jo, machen wir. Ich verspreche dir auch, dass weder Halvor noch ich uns in Zukunft an Diebstählen in der Stadt Korinis beteiligen werden. Deal. Cool. Okay, er ist für die Goldsachen zuständig, Halvor für die Silbersachen. Kompromisse. Einverstanden. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber hör zu, Boos traf den Spitzel immer um Mitternacht. Und zwar an dem alten Steinkreis oberhalb von Lobards Hof. Ja. Du solltest dich aber so bald wie möglich mit ihm treffen, bevor er von Booses Tod erfährt. Gut, ich danke dir für diese Mitteilung. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Wenn du mir was verkaufen willst oder sonst noch eine Frage hast, findest du mich im Hafenviertel, tagsüber bei Halvor und abends in Cardiffs Kneipe. Perfekt, Fingers, danke dir. Okay, dann werde ich mal speichern und ins Loggy-Boggy gucken. Moment mal, das ist jetzt durch. So, ich habe Fingers Vorschlag angenommen. Er riet mir, wo ich die Spitzel finden kann. Fingers wird nun zu Halvor ins Hafenviertel gehen. Tagsüber hält er sich bei Halvor und abends bei Cardiffs Kneipe auf. Wenn ich goldene Teller in Köln sind, machen wir einen guten Preis. Auch der günstige Verkauf von silbernen Tellern bleibt weiterhin bestehen. Der Tausch bzw. das Geschäft. Gut, was war denn noch? Die Diebesgilde eventuell noch? Es waren 3 Punkte. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich habe Wambo. Nein. Ach, das ist ja auch das mit der Miliz.
Jetzt weiß ich auch, Spion bei der Miliz, den erfahre ich dann im Laufe des Spiels dann. Spiels, Würfelspiel. Ich meine, ich habe mir ja vorher einen Kopf gemacht, was man mit Spion der Miliz meint. Jetzt weiß ich's. Der Informant. Boost traf den Spitzel immer um Mitternacht in dem alten Steinkreis, der oberhalb von Loberts Hof liegt. Ich sollte da mal vorbeischauen. Alter Steinkreis Loberts Hof. Muss ich mal die Rune suchen. Okay. Steinkreis, zum alten Steinkreis gibt es keine Rune. Es gibt nur Ogersteinkreis und oberhalb von die Ritualkreis. Das heißt also, ich werde mich erstmal da oben zu Loberts Hof. Das geht ja da so hoch. Da sehen wir uns dann wieder. Uhu, Lobart, na, hütest du deine Schäfchen überall? Ne? Schön. Okay, da in der Richtung ist ja der alte Steinkreis. Mitternacht, Mitternacht. Da werden wir mal eine Runde in die Haie gehen. So. Mitternacht. Busch. Hey, raus aus meinem Bett. Ja, ist ja gut, Pitt Krüger. Gott hab ihn selig. Wow, ich mach mal Licht. Ganz gemütlich hier hoch. Ah, doch, die Richtung. Ah, hier ist noch ein Schäfchen. Ja, da oben ist er schon. Der Steine Kreise. Okay. Oh, ich muss mich umziehen. Ich muss mich umziehen. Sicherheitshalber. Man weiß es ja nicht, ne? So, da ist es. Knusperrüstung, bitteschön. Dann speichere ich nochmal. Oh weia, bin ich gespannt. Gucken. Gucken, wer es ist. Wenn hier einer ist. Hä? Muss ich wohl noch warten, was? Die Schalter. So, am alten Steinkreis. Wie spät haben wir es? Ja, 0.19 Uhr. Muss ich wohl noch ein bisschen warten, was? Oder? Wann kommt da? Ich meine, ich hasse Unpünktlichkeit. Da in der Ferne kommt wer? Da kommt jemand. Das ist eine. Das muss er sein. Aha. Auweia. Wieder einer. In Rot. Stadtwache. Einfach eine neutrale Stadtwache. Okay. Wen haben wir denn da? Bist du nicht die Wache des Richters? Ja, mein Name ist Bedran und ich stehe im Dienst des Richters. Warum fragst du? Was machst du hier? Nichts Besonderes. Ich mache nur einen Spaziergang. Von wegen. Ich weiß, warum du hier bist. Du willst den Anführer der Diebesgilde treffen, um ihm einige Informationen zu verkaufen. Verdammt, woher? Gestehe. Wie lange bist du schon für die Gilde tätig? Du irrst dich. Ich habe überhaupt nichts gemacht und... Leugnen ist sinnlos. Boost ist tot und die Diebesgilde ist am Ende. Ergib dich. Ergeben? Ich denke nicht daran. Ah. Oh! Shit! Okay, den packe ich. Nachricht von Boost an den Informant. Okay. Turmschlüssel 11 oder 2, egal. Also diese Option kenne ich aus einer anderen Modifikation und ich habe gehofft, dass das passiert. Dass aus einem neutralen NPC-Namen dann der Name wird. Wo habe ich das gesehen? Neulich bei... Oh Mann, mein Kopf. Ach shit, habe ich vergessen zu nehmen. In welcher Modifikation war es? Eine ziemlich neue, die rausgekommen ist. Verdammt, ich... Ich weiß. Moment, bleib mal hier.
Okay, er bleibt hier stehen. War trotzdem noch ein Speicherslot. Ich meine, das war die Modifikation Legend of Asun. Das, wo ich das Feature zum ersten Mal gesehen habe, dass es Odyssey auch hat, das ist phänomenal. Also das ist cool. Das macht das, die Sache natürlich noch viel, viel detailreicher. Na, fragen wir mal. Und jetzt sag mir, was ich wissen will. Ja, gut. Ich wollte mir etwas Gold verdienen. Von dem Richter, diesem erbärmlichen Geizhals, bekam ich ja nicht genug. Außerdem hat er einen noch behandelt wie den letzten Dreck. Da machte mir Buß den Vorschlag, der Diebesgilde für Gold Informationen zu verkaufen. Ich ging darauf ein, da er mir versichert hatte, dass uns keiner auf die Schliche kommen würde. Tja, das war wohl nichts. Na bitte, war doch gar nicht so schwer. Und jetzt komm mit. Wohin bringst du mich? Na, wohin schon? Ins Gefängnis. Verdammt. Wo willst du hin? Haut er jetzt ab? Warte mal. Das kann nicht sein. Achso, okay. Er nimmt nun einen anderen Punkt ein, denke ich mal. Ja, und dann war das leider schon für diese Folge. Ich fand die richtig cool. Also auch detailreich. Und ich hoffe, ihr fandet das auch richtig cool von den Details und was man alles finden konnte und die Neuerungen, der versteckte Raum. Ne? Schreibt dazu Kommentare, gebt einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.